Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch eine neue Schallzahnbürste vorstellen. Und ich habe in diesem Video mal was Neues für euch ausprobiert und zwar habe ich eine Kleinigkeit für euch gebastelt und ich hoffe, es gefällt euch. Also, bleibt dran! Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Clip gefallen. Ich dachte, ich mache mal was Neues für euch und zeige euch gleich am Anfang mal ein paar Detailaufnahmen, ein paar Großaufnahmen, damit ihr das Ganze mal aus der Nähe sehen könnt und zeige euch, was so alles dabei ist und zeige euch die Zahnbürste auch mal in Action. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne mal euer Feedback, wie ihr sowas findet und ob ich das auch in Zukunft, wenn es sich dann anbietet, mal häufiger machen soll. Also das würde mich mega interessieren. Und schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Ja, und ich denke, es war nicht schwierig zu erkennen, worum es in diesem Video geht. Und zwar möchte ich euch die neue Schallzahnbürste von Curaprox, die Hydrosonic Ortho, vorstellen. Das ist das neueste Modell von Curaprox. Und in diesem Video möchte ich euch sie einmal vorstellen, euch zeigen, was so alles dabei ist, wenn ihr sie kauft, euch ein paar Vor- und Nachteile nennen und einfach euch mal meine Meinung dazu sagen. Fangen wir einfach mal damit an, was alles dabei ist, wenn ihr dieses Set kauft. Ihr bekommt ein Handstück und insgesamt drei verschiedene Bürstenköpfe. Dann bekommt ihr ein Reiseetui. Da findet das Handstück drin Platz und insgesamt zwei Bürstenköpfe. Und dann bekommt ihr noch die Ladestation mit USB-Anschluss und einen Adapter dazu. Ja, dann möchte ich jetzt erstmal die drei verschiedenen Bürstenköpfe vorstellen, denn diese Bürstenköpfe machen die Zahnbürste wirklich zu was Besonderem. Fangen wir mal an mit diesem Single-Bürstenkopf. Das ist nur so ein ganz, ganz kleiner Bürstenkopf mit einem runden Büschel. Und ich habe bereits ein Video über diesen Bürstenkopf gemacht im Zusammenhang mit Solo-Zahnbürsten. Also falls ihr das Video, das ist mein letztes Video, noch nicht gesehen habt, guckt euch das jetzt unbedingt an. Denn ich werde nicht nochmal ins Detail auf diesen Bürstenkopf eingehen und was, wofür man ihn verwenden kann und was ihn so toll macht. Ich liebe diesen Bürstenkopf, er ist so genial, ich kann ihn jedem von euch empfehlen. Und allein dieser Bürstenkopf lohnt sich schon, eine Schallzahnbürste von Curaprox zu kaufen und von keinem anderen Anbieter. So genial finde ich diesen Bürstenkopf. Aber wie gesagt, guckt euch mein anderes Video an. Mehr möchte ich da jetzt nicht zu sagen, denn das würde definitiv den Rahmen sprengen. Ich mache direkt mal weiter mit den anderen beiden Bürstenköpfen, den normalen Bürstenköpfen, sag ich mal. So normal sind die aber gar nicht. Die sind echt was Besonderes. Und zwar bekommt ihr einmal einen Sensitivbürstenkopf und einen Powerbürstenkopf. Und wie der Name schon sagt, ist der Sensitivbürstenkopf noch weicher als der Powerbürstenkopf. Curaprox empfiehlt den Sensitivbürstenkopf für empfindliches Zahnfleisch und Patienten mit Parodontitis und den Powerbürstenkopf bei normalem Zahnfleisch. Ich muss dazu aber sagen, dass ich immer diesen Sensitivbürstenkopf verwende, auch wenn ich normales Zahnfleisch habe, weil ich ihn einfach noch angenehmer und noch sanfter finde. Und ich würde es euch auch empfehlen, für die tägliche Reinigung trotzdem den Sensitivbürstenkopf zu benutzen, denn für die tägliche Reinigung ist es immer besser, ganz, ganz sanft zu putzen. Den Powerbürstenkopf könnt ihr super gut verwenden für die besonders gründliche Reinigung ab und zu. Das Besondere an diesen beiden Bürstenköpfen ist die Form. Die Bürstenköpfe sind einerseits tropfenförmig und die äußeren Borsten sind noch einen Tick länger als die inneren.
Generell halte ich da nicht so viel von unterschiedlich lange Borsten zu verwenden. Ich finde es immer besser, ganz gleichmäßig lange Borsten zu benutzen. Aus dem einfachen Grund, dass wenn ihr unterschiedlich lange Borsten habt und ihr keinen Druck verwenden möchtet, ist es ja eigentlich zwangsläufig so, dass die längeren Borsten den Zahn berühren und die kürzeren nicht. Oder aber ihr verwendet mehr Druck, dann berühren alle Borsten den Zahn. Aber ihr verwendet eben viel Druck und das wollt ihr ja auch nicht haben. Ich muss aber sagen, dass Curaprox das echt geschickt gemacht hat. Also diese Art von Bürstenkopf finde ich gut, denn sie umgreift richtig die Zähne. Die äußeren sind länger, die inneren etwas kürzer und es ist so ein kleiner Kopf, dass ihr eigentlich jeden Zahn umschließen könnt. Und wenn ihr den Bürstenkopf drauflegt, dann habt ihr ringsherum eigentlich eine sehr, sehr gründliche Reinigung. Hinzu kommt, dass wie immer bei Curaprox die Borsten keine Nylonborsten, sondern Corenfilamente sind. Das hat zur Folge, dass die super, super sanft sind. Also selbst wenn ihr Dame doch mal mehr Druck verwenden solltet, ist das in dem Fall überhaupt nicht schlimm. Naja, ich sag mal fast überhaupt nicht. Sie sind so super sanft, damit kann man fast nichts kaputt machen. Fast deshalb, weil irgendwie geht es natürlich schon. Aber es ist schon ziemlich schwierig, damit was kaputt zu machen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, keinen Druck zu verwenden und es nicht zu riskieren, auch wenn die so sanft sind. Putzt ohne Druck. Auch schon allein aus dem Grund, dass wenn ihr Druck verwendet, die Borsten nicht mehr frei schwingen können und damit die Reinigung eingeschränkt ist. Also die Zähne werden nicht mehr so gründlich gereinigt, wenn ihr Druck verwendet, weil die Borsten nicht mehr so frei schwingen können. Also keinen Druck verwenden. Ich muss auch sagen, dass dieser Powerbürstenkopf der erste, ich sag mal in Anführungszeichen, härtere Bürstenkopf ist, den ich trotzdem gerne verwende. Sonst mochte ich nie härtere Bürstenköpfe als den allerweichesten. Und das ist der erste, der etwas härter ist, den ich trotzdem richtig gerne mag, weil er trotzdem noch super, super sanft ist. Also den verwende ich ab und zu mal für eine gründlichere Reinigung, aber im Alltag verwende ich immer den Sensitivbürstenkopf und einmal am Tag den Singlebürstenkopf. Dann gibt es aber noch mehr Besonderheiten bei diesen Bürstenköpfen, und zwar der Winkel. Der Power- und der Sensitivbürstenkopf sind um 10 Grad nach vorne geneigt und der Singlebürstenkopf ist um 15 Grad nach hinten geneigt. Damit könnt ihr also richtig gut alle Stellen erreichen, die schwierig zu erreichen sind. Aufgrund des Winkels ist es einfach super einfach, überall anzukommen. Und dann hat Curaprox sich noch was richtig Geniales, eigentlich echt Simples, aber trotzdem richtig Geniales ausgedacht. Und zwar haben alle drei Bürstenköpfe hinten eine gummierte Rückseite. Und einige von euch, die schon mit Schallzahnbürsten putzen, kennen das vielleicht. Wenn man mit der Rückseite von diesen Bürstenköpfen die Zähne berührt, ist das echt unangenehm. Und dadurch, dass die alle eine gummierte Rückseite haben, ist es auf jeden Fall deutlich, deutlich angenehmer. Und das finde ich, hat Curaprox richtig genial gelöst. Also diese drei Bürstenköpfe sind richtig, richtig genial. Ich liebe sie alle drei. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also Curaprox hat hier meine Erwartungen wirklich noch übertroffen. Vor allem mit diesem Single-Bürstenkopf, aber auch mit dem Power-Bürstenkopf, der trotzdem so sanft ist. Also ich liebe sie einfach alle drei und ich hätte es nicht erwartet. Meine Erwartungen wurden wirklich übertroffen. Sowohl in Hinsicht auf die Bürstenköpfe als auch in Hinsicht auf die Schwingung. Und das ist noch so ein Punkt, den ich absolut nicht erwartet hätte. Ich dachte eigentlich immer, dass alle Schallzahnbürsten in etwa gleich schwingen. Natürlich gibt es Unterschiede in der Frequenz, also die einen schwingen mit 31.000 Schwingungen pro Minute, die nächsten mit 42 oder 61, also oder noch weniger als 31.000. Natürlich gibt es da Unterschiede, das ist mir klar. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass die Schwingung an sich sich immer ähneln würde. Und bei dieser Schallzahnbürste habe ich etwas gesehen, was ich so vorher bei keiner anderen Schallzahnbürste gesehen habe. Und zwar ist das, wie doll die Borsten nach links und rechts schwingen, also die Amplitude. Bei dieser Schallzahnbürste holen die Borsten wirklich richtig, richtig doll auf. Natürlich hängt es von der Stufe ab, in welcher Stufe ihr putzt, aber generell habe ich das noch nie zuvor gesehen, dass die Borsten so weit ausholen. Und das habt ihr in meinem Clip am Anfang auch sehen können.
Und ich werde am Ende auch noch mal einen Clip einblenden, wo ich alle Stufen einmal durchschalte und dass ihr wirklich sehen könnt, wie sich von Stufe zu Stufe die Schwingung ändert und wie sie am Ende richtig, richtig groß wird. Also Wahnsinn, ich hätte nicht gedacht, dass es solche Unterschiede geben könnte. Dann möchte ich jetzt einmal was zu den verschiedenen Stufen und auch zum Handstück an sich sagen. Ihr seht schon, dass das Handstück so verschiedene Kanten hat. Das ist insgesamt ein Sechskant. Und das ist auch was Besonderes bei Curaprox. Und zwar haben die sich überlegt, dass dieser Sechskant es einmal erleichtert, den 45-Grad-Winkel einzuhalten. Also ihr sollt ja immer ungefähr im 45-Grad-Winkel putzen. Und durch diese Form haltet ihr die Bürste eigentlich automatisch im richtigen Winkel. Also die Form erleichtert es euch, den 45-Grad-Winkel einzuhalten. Dann komme ich jetzt einmal zu den verschiedenen Stufen. Es gibt insgesamt 7 verschiedene Intensitäten mit 3 unterschiedlichen Stufen. Die erste Stufe ist die Startstufe. Und in dieser Stufe schwingen die Borsten mit 22.000 Schwingungen pro Minute. Und wie der Name Start schon sagt, ist das für die Beginner unter euch. Also diejenigen, die noch nie zuvor mit einer Schaltzahnbürste geputzt haben, die sollten mit dieser Startfunktion anfangen und in der Stufe putzen, in der sanftesten Stufe, um sich erstmal überhaupt an das Gefühl einer Schaltzahnbürste zu gewöhnen. Und wenn ihr den Single-Bürstenkopf verwendet, auch dann solltet ihr idealerweise in der Startstufe, also in der sanftesten Stufe, putzen. Ihr müsst aber beachten, dass ihr in dieser Startstufe nur eine mechanische Reinigung habt. Bei 22.000 Schwingungen pro Minute wirkt noch nicht der hydrodynamische Effekt. Was ist der hydrodynamische Effekt? Das erkläre ich euch ganz kurz. Bei einer Schaltzahnbürste ist das Besondere, dass durch die Schwingungen der Borsten dieses Gemisch aus Zahnpasta, Wasser und Speichel aufschäumt und ganz kleine Bläschen bildet. Und auch diese Bläschen sind in der Lage, Plaque zu entfernen. Das heißt im Umkehrschluss, dass eine Schaltzahnbürste nicht nur dort putzt, wo die Borsten den Zahn berühren, sondern auch minimal darüber hinaus. Das heißt auch ganz kleines bisschen im Zahnzwischenraum. Ihr könnt jetzt keine Wunder erwarten, es funktioniert wirklich nur ein bisschen darüber hinaus, aber es ist trotzdem ein zusätzlicher Reinigungseffekt. Das heißt, auch wenn ihr mal nicht ganz darauf achtet, alle Borsten richtig aufzulegen, habt ihr trotzdem eine sehr gründliche Reinigung, weil der hydrodynamische Effekt wirkt und eben auch im Zahnzwischenraum. Bei 22.000 Schwingungen pro Minute ist es aber noch nicht stark genug, um diese Bläschen zu bilden und um den hydrodynamischen Effekt zu erzeugen. Das heißt, in der Startstufe habt ihr nur eine mechanische Reinigung. Dann folgt die zweite Stufe, die Clean-Stufe. Und die setzt sich zusammen aus insgesamt 3 Intensitäten. Also Stufe 2, 3 und 4 schwingen alle mit 32.000 Schwingungen pro Minute. Das heißt, jetzt habt ihr sowohl eine mechanische als auch eine hydrodynamische Reinigung. Und mit jeder weiteren Stufe, also Stufe 2, 3 und 4, bleibt die Frequenz, also die Anzahl der Schwingungen zwar gleich, aber die Bewegungen ändern sich. Curaprox hat da nicht mehr zu geschrieben, also ich konnte es nicht herausfinden, was genau sich ändert. Sie schreiben nur, die Bewegungen ändern sich. Ich habe mir das aber mal angeguckt. Und wenn ich jetzt mein altes Wissen aus meinem Physikleistungskurs rauskrame, dann würde ich mal behaupten, dass sich die Amplitude ändert. Also ich hoffe mal, dass mein ehemaliger Physik-LK-Lehrer jetzt nicht zuguckt oder falls er zuguckt, dass es auch richtig ist, was ich euch hier erzähle. Aber ich glaube, es ist so. Also man sieht einfach, dass die Borsten mit jeder weiteren Stufe mehr schwingen, also mehr ausholen nach links und rechts. Und das nennt man eben Amplitude, also die Position aus der Nulllage heraus nach links und rechts. Die wird immer größer, größer, größer mit jeder weiteren Stufe, auch wenn die Frequenz, also diese 32.000 Schwingungen pro Minute gleich bleiben. In dieser Clean-Stufe könnt ihr sowohl mit dem Sensitiv- als auch mit dem Powerbürstenkopf putzen. Generell für den Alltag würde ich euch aber eher den Sensitivbürstenkopf empfehlen. Und dann gibt es noch die dritte Stufe, die Smile-Stufe. Und in dieser Stufe schwingen die Borsten mit 42.000 Schwingungen pro Minute. Auch in dieser Stufe könnt ihr wieder den Sensitiv- und den Powerbürstenkopf verwenden. Ich würde euch diese Stufe aber eher für die besonders gründliche Reinigung nur ab und zu empfehlen und für den Alltag eher die Clean-Stufe. Wobei ich sagen muss, dass auch die Smile-Stufe noch echt
sanft ist zu euren Zähnen und zum Zahnfleisch. Und auch in dieser Stufe wirkt selbstverständlich sowohl die mechanische als auch die hydrodynamische Reinigung. Ja, und dann zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz die Bedienung. Die Zahnbürste schaltet ihr an, oh Wunder, indem ihr draufdrückt. Und wieder aus, indem ihr nochmal draufdrückt. Und durch die verschiedenen Stufen schaltet ihr, indem ihr den Knopf gedrückt haltet. Also das ist jetzt die erste Stufe. Und wenn ich jetzt gedrückt halte, dann schaltet er von Stufe zu Stufe immer höher. Könnt ihr, denke ich, hören. Und da blende ich jetzt auch nochmal einen kleinen Clip ein, in dem ihr sehen könnt, wie sich die Schwingungen der Borsten mit jeder weiteren Stufe verändern. Ja, insgesamt muss ich sagen, dass diese verschiedenen Bürstenköpfen in Kombination mit der Schallzahnbürste, also wie die Borsten schwingen, echt phänomenal ist. Ihr bekommt eine super, super gründliche und zugleich extrem sanfte Reinigung. Dann kommen wir jetzt einmal zu den technischen Daten der Schallzahnbürste. Ihr bekommt mit dieser Schallzahnbürste einen Lithium-Ionen-Akku. Die Ladezeit beträgt 10 Stunden. Und wenn er voll geladen ist und ihr 4 Minuten am Tag damit putzt, dann reicht der Akku für 15 Tage. Ich putze nun aber auf jeden Fall 4 Minuten morgens damit und nochmal 4 Minuten abends und abends auch nochmal 2 Minuten mit dem Single-Bürstenkopf. Macht schon insgesamt mindestens 10 Minuten am Tag, die ich damit putze. Und dann sind wir auch nur noch bei einer Woche, bis man die Zahnbürste wieder neu laden muss. Ja, und dann gibt es auch noch ein paar Dinge, die ich nicht ganz so gut finde, die man besser machen könnte oder die ich besser gemacht hätte. Und zwar ist es zum einen diese LED-Anzeige. Sie zeigt euch ja an, in welcher Stufe ihr gerade befindet, je nachdem, wie hoch der Balken ist. Wenn ihr jetzt aber irgendeine Stufe gerade angeschaltet habt, irgendwo in der Mitte, dann ist es ganz schwierig, auf einen Blick zu sehen, welche Stufe jetzt gerade angeschaltet ist. Ist es die dritte oder doch schon die vierte? Weil das einfach nur ein fortlaufender blauer Balken ist und dann kann man ganz schwer auf einen Blick sehen, welche Stufe gerade an ist. Also es wäre besser gewesen, wenn zum Beispiel zwischen diesen kleinen LED-Lämpchen immer eine Unterbrechung wäre, dass man genau sehen kann, ich bin jetzt in der dritten Stufe oder in der vierten oder dass man die unterschiedlich farblich markiert. Also das hätte ich schön gefunden, wenn man das eher deutlich sehen kann, in welcher Stufe man gerade ist. Noch eine Sache, die ich anders gemacht hätte, ist das Ladegerät. Ich hätte es schön gefunden, wenn man das hier abziehen könnte. Ich habe im Internet gesehen, dass das bei den Vorgängermodellen ging. Da konnte man das hier abziehen, weil ich würde das super gerne so in mein Badezimmer stellen, auf dieser Ladestation und nicht ohne, weil das so doch ein bisschen wackelig ist. Und im Moment habt ihr immer dieses ganze Kabelgedöns da mit dran und ich habe leider nicht so viel Platz in meinem Badezimmer, deswegen finde ich das ein bisschen unpraktisch. Also Curaprox, warum habt ihr das geändert? Das wäre richtig gut, wenn man das hier nach wie vor abziehen könnte. Also ich würde das gut finden. Und was ich auch ein bisschen ja unpraktisch finde, ist, dass man nicht sehen kann, wenn die Zahnbürste vollgeladen ist. Also ihr stellt sie rein und es leuchtet kein Lämpchen, weder während des Ladevorgangs noch wenn sie voll ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil um zu sehen, ob sie jetzt schon voll ist, müsst ihr die Zahnbürste von der Ladestation nehmen. In dem Moment leuchten die Lämpchen auf und ihr seht, wo der Balken ist. Und wenn er noch nicht ganz oben ist, ist sie noch nicht vollgeladen. Das heißt, ihr müsst sie nochmal wieder zurück auf die Ladestation stellen. Und das finde ich ein bisschen unpraktisch. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn man auf einen Blick sehen könnte, dass sie jetzt vollgeladen ist. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit. Das mag nur mir so gehen, denn ich bin ein Mensch, der denkt immer sehr praktisch und ich habe auch nicht so viel Geduld.
Und ich putze ja nun jeden Tag sowohl mit dem Sensitiv als auch mit dem Single-Bürstenkopf. Und ich putze mit dem Sensitiv-Bürstenkopf am liebsten in der vierten Stufe und mit dem Single-Bürstenkopf in der ersten Stufe. Das heißt, ich muss jeden Tag zwischen diesen Stufen hin und her schalten. Und ihr müsst ja gedrückt halten, um die Stufe zu wechseln. Und dann läuft er erstmal alle Stufen durch. Also von 4 auf 5, 6, 7 und dann erst die 1. Und das dauert eine Weile. Es ist nicht lange, aber mir dauert es zu lange. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn man das schnell durchschalten könnte und das Ganze einfach schneller geht. Es ist nur eine Kleinigkeit. Also alle Sachen, die ich gerade genannt habe, sind wirklich nur Kleinigkeiten. Die paar Punkte, die ich gerade genannt habe, wären für mich niemals Grund, die Zahnbürste nicht zu kaufen oder nicht zu empfehlen. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Also das ist Jammern auf höchstem Niveau. Und die Zahnbürste mag aus Ingenieurssicht vielleicht nicht perfekt sein, aber aus zahnärztlicher Sicht ist es das Beste, was ihr für eure Zähne und für euer Zahnfleisch tun könnt. Ihr bekommt hiermit ein Premium-Produkt. Der Preis liegt bei 199 Euro. Und wenn ihr die Zahnbürstenköpfe nachbestellen wollt, dann bekommt ihr zwei Stück für 30 Euro. Soweit ich weiß, gibt es die auch nur bei Curaprox zu kaufen. Ich habe sie jetzt bei Amazon noch nicht gesehen und auch in der Drogerie und in der Apotheke noch nicht. Falls ihr sie da irgendwo seht, schreibt mir das bitte in die Infobox. Es kann sein, dass ich mich da täusche. Aber wie gesagt, ihr bekommt hier eben auch ein Premium-Produkt. Es ist kein 0815 Standard. Es ist für eine Nische gedacht, für diejenigen, die höchsten Wert auf ihre Mundhygiene legen. Dieses Produkt ist so gut durchdacht in so vielerlei Hinsicht. Also, es ist so benutzerfreundlich. Man merkt richtig, wie man sich hier Gedanken gemacht hat, wie man eine Schallzahnbürste noch verbessern kann, was alles berücksichtigt werden muss, um perfekte Mundhygiene zu gewährleisten. Und es ist alles so, man merkt richtig, es ist so für den Anwender, für den Patienten. Und es sind so viele Details, die andere Hersteller nicht berücksichtigen. Und deswegen liebe ich dieses Produkt einfach. Es ist so genial. Und hätte ich das gewusst, dass es so genial ist, ich hätte es mir am ersten Tag, als sie auf den Markt kamen, gekauft. Ich glaube, sie kam im Juli letzten Jahres auf den Markt und ich habe sie jetzt seit Dezember. Und hätte ich das gewusst, ich hätte sie mir am ersten Tag gekauft. Aber ich wusste es nicht. Meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Und es ist einfach wirklich ein erstklassiges Produkt. Ich werde allerdings auch noch mal ein Video darüber machen, über günstigere Alternativen zu Schallzahnbürsten. Ich denke, das wird auch einige von euch interessieren. Und ich werde noch mal ein Video darüber machen, wo ich die Curaprox-Schallzahnbürste mit der Philips Sonicare vergleiche. Da kamen nämlich auch jetzt schon nach meinem letzten Video einige Anfragen zu. Da mache ich auch noch mal ein Video drüber. Ja, dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat, dass ich euch hiermit helfen konnte. Und schreibt mir bitte, bitte in die Kommentare, wie ihr es findet, auch wie ihr diesen Clip am Anfang fandet, ob ich das mal häufiger machen soll. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe nämlich noch eine ganz lange Liste an Themen, die ich in Zukunft behandeln möchte. Es kamen ganz, ganz viele Fragen von euch, worüber ich mich super doll freue. Und ich habe noch ganz, ganz viele Ideen, was ich euch alles erklären möchte und zeigen möchte. Und deswegen abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.